Also Freunde, heute eine zweite Möglichkeit, ein E-Bike zu tunen. Das Fischer 08. Das ist aber eine universale Möglichkeit und es gilt halt nicht nur für Fischer 08, sondern auch für andere E-Bikes. Was wir dafür benötigen, ist einmal ein 7er Mausschlüssel, ein 3er Imbusschlüssel, ja, und dann ein Neodym-Magnet oder zwei. Ich habe jetzt zwei solche Magnete, die kosten 50 Cent das Stück, vielleicht sogar weniger. Ich meine, ich habe 50 Cent bezahlt. So, jetzt machen wir das Ganze ohne das Fahrrad zu beschädigen. Das heißt, wir nehmen erstmal den Sensor ab. Ja, dafür brauchen wir halt den Maul und den Imbusschlüssel. Machen wir einmal, schauen wir einmal die Edelstahlmotor und die Edelstahlschraube ab. Ja, so sehen die beiden aus. So, jetzt habe ich schon ausprobiert. Müssen wir einmal die Strapse zur Seite bringen. Dann können wir den Sensor einmal abmachen. Und was ich ganz vergessen habe, ist, wir brauchen auch noch einen Kabelbinder. Welche. So, machen wir den Kabelbinder einmal da rein und schrauben das Ganze fest. So, dass der Sensor in etwa auf der Höhe der Pedale ist. So, dann machen wir an die Pedale einmal die beiden Neodym-Magnete dran. Ja, so dass der Sensor weiß, hey, da dreht einer. Und er weiß dann halt die Geschwindigkeit. Allerdings ist die Übersetzung in etwa doppelt so lang. Also quasi das Zahnrad ist hier doppelt so groß wie da vorne. Somit ist es halt auch so, dass bei jeder Umdrehung wir in etwa die doppelte Geschwindigkeit haben und der Sensor denkt immer noch, wir haben die halbe Geschwindigkeit. Somit wird er uns bis auf 50 km/h beschleunigen. Ja, und das war's schon. Damit können wir quasi bis 50 statt 25 km/h beschleunigt werden. Ja, diese einfache Möglichkeit. Um zu sehen, wie schnell wir fahren, können wir im Baumarkt für 10 Euro einen ganz normalen Sensor kaufen, der da dann uns die Geschwindigkeit tatsächlich anzeigt. So, es scheint zu regnen. Ich muss jetzt aufhören.